So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur heutigen Pressekonferenz 1. FFC Turbine Potsdam gegen den VfL Wolfsburg. Endstand 1:3. Ja, es wird nochmal spannend. Zu meiner Linken begrüße ich den Trainer vom VfL Wolfsburg, Ralf Kellermann. Zu meiner Rechten den Trainer von Turbine Potsdam, Matthias Rudolf. Und wie immer bitte ich unseren Gästetrainer um ein Statement zum heutigen Spiel. Ja, ich denke, dass wir heute verdient gewonnen haben, dass wir über weite Strecken des Spiels das Spiel dominiert hatten und uns viele Torchancen herausspielen konnten. Hatten natürlich aber heute auch das Quäntchen Glück, genau im richtigen Zeitpunkt die Tore zu erzielen. Das 1:0 mit dem frühen Elfmeter haben uns natürlich in die Karten gespielt. Und speziell das 2:1 direkt nach der Halbzeit, wo wir nochmal mit dem Sturmlauf von Turbine gerechnet haben, dann im 2:1 in Führung zu gehen, das hat uns gut getan. Nach dem 2:1 hatten wir dann eine Phase in dem Spiel, wo wir 5-10 Minuten gar nicht richtig hinten rausgekommen sind, wo Turbine auf das Ausgleichstor gedrängt hat. Dann haben wir mit einer Weltklasse-Aktion von Tessa Wullert dann das 3:1 gemacht und damit bei im Nachhinein das entscheidende Tor gefallen. Und dann haben wir souverän zu Ende gespielt, hatten noch die eine oder andere Kontersituation, die wir vielleicht ein bisschen besser ausspielen hätten können. Aber das ist jammern auf hohem Niveau. Wir sind sehr glücklich, dass wir heute einen Riesenschritt gemacht haben, 3 Punkte geholt haben. Und jetzt sind wir wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg, Deutscher Meister zu werden. Aber ich warne davor, im Fußball ist schon viel passiert. Wir haben eine glänzende Ausgangssituation, aber wir müssen genau so weitermachen wie in den letzten Wochen. Danke. Vielen Dank, Ralf Kellermann. Jetzt bitte ich Matthias Rudolf. Also ich denke, wir haben ein tolles Spiel gesehen. Es ist natürlich unglücklich gewesen für uns, dass wir zu Beginn des Spiels erstmal gleich in Rückstand geraten sind. Aber meine Mannschaft hat sich gefangen, hat das Spiel offen gestaltet, hat sich Torchancen herausgespielt, hat das 1:1 gemacht. Und dann hat uns natürlich so in der ersten Halbzeit, wo wir wirklich richtig gut drin waren, so ein bisschen auch das nötige Spielglück gefehlt, dass wir vielleicht das 2:1 machen. Ist da nicht gefallen. Wolfsburg hatte auch Chancen, ganz klar. Es war eine tolle erste Halbzeit von uns und nach der Halbzeit ist dann wieder das passiert, was in der ersten Halbzeit passiert ist, dass wir gleich ein frühes Gegentor bekommen haben. Das war natürlich schade. Dann fand ich, waren wir ein bisschen instabil und haben viele Torschancen zugelassen, haben das dritte bekommen, hätten vielleicht sogar, wenn Wolfsburg noch effizienter gewesen wäre, das vierte bekommen können, haben uns dann wieder gefangen. Und im Endeffekt ist das Spiel dann 3:1 ausgegangen. Wolfsburg war in diesem Tick besser und hat auch verdient gewonnen. Für uns gilt es aber natürlich jetzt, das Spiel schnell abzuhaken, dass das morgen erledigt ist. Wir sind Zweiter, haben noch 3 Spiele und wollen natürlich jetzt auch diesen zweiten Platz verteidigen. Vielen Dank, Matthias Rudolf. Meine Damen und Herren, jetzt sind Sie wieder gefragt. Sie können jetzt gern Ihre Fragen stellen. Bitte schön. Wenn das nicht der Fall ist, dann will ich es auch nicht lange in die Länge ziehen. Ich wünsche unseren Gästen natürlich alles Gute, gute Heimfahrt. Und es geht ja weiter in der nächsten Woche, englische Woche, Mittwoch, Auswärtsspiel. Und am Sonntag sehen wir uns dann hoffentlich genauso zahlreich wieder gegen den FC Bayern München. Um 14 Uhr Anstoß. Bis dahin sagen wir Tschüss, bleiben Sie gesund. Bis zur nächsten Woche. Danke.